Gandharvasana ist die Stellung der Himmelswesen. Gandharvasana ist nichts anderes als der Fersensitz. Setze dich auf die Fersen. Gesäß ist auf den Fußsohlen, Rücken ist relativ gerade. Du kannst die Hände auf die Knie geben, eventuell Handflächen nach unten oder auch die Hände nach oben. Und du schließt die Augen und schaust zum Punkt zwischen Augenbrauen. An indischen Tempeln hast du öfters Statuen, die vorne am Eingang in diesem Fersensitz sind. Das sind dann die Gandharvas. Das sind Himmelswesen, Lichtwesen, auch die Wächter der Pforten. Und manchmal gibt es ganze Reihen davon. Auch in Thailand gibt es diese Gandharvas, die am Eingang von Tempeln sind und einen begrüßen. Und so kannst du dir auch vorstellen, dass du wirst wie derjenige, der andere begrüßt zum Tempel Gottes. Oder du kannst dir auch vorstellen, dass du demnächst Gott wirklich sehen willst. Und vorher in Gandharvasana bist du auch in einer Stellung der Demut und der Erwartung.